Und da müssen wir dranbleiben. Wir dürfen auch den Glauben nicht verlieren. Ich bin gnadenlos optimistisch, was die Zukunft dieses Landes angeht. Sonst will ich das ja nicht tun, was ich tue. Auch für meine Kinder. Aber es wird nicht von selber passieren. Und dabei ist fast vergessen worden, dass wir früher schon in einem Ausnahmezustand gelebt haben. Wir erinnern uns mal an die Flüchtlingskrise. Das ist jetzt im Moment nicht so gegenwärtig. Der nächste Sommer kommt bestimmt an den Badeseen. Wir erinnern uns an eine wirtschaftliche Situation, die das Handwerk, den Mittelstand schon längst dazu gebracht hat, vorher fertig zu sein. Und wir werden sehen, wenn die Diskussion geführt wird, wenn es heißt, es wird wieder aufgemacht. Wir werden sehen, was dann noch aufmachen kann. Die größte Corona-Welle, die kommt noch. Aber die besteht nicht aus dem Virus, sondern aus den Folgen der Politik, die wir noch diskutieren können heute Abend. Mit welchem Anspruch man reingeht, Dinge zu verändern, dann feststellt, wie dieser erstarrte Betrieb im Grunde so ein Politikverhinderungsbetrieb ist. Da geht es ja wahnsinnig viel um Selbstbeschäftigung. Das wird jetzt gewährt als Privilegien oder Erleichterungen. Grundrechte kann man nicht gewähren. Auch diese Regierung nicht. Und Grundrechte einzuschränken, ist verfassungsfeindlich. Zusammengefasst, wir sind nicht da, um so zu sein, wie die uns gerne hätten. Und es geht auch nicht darum, das gab es auch in Diskussionen, dieser parlamentarische Betrieb birgt ja schon die Gefahr, dass man sich vertunnelt. Man ist die ganze Zeit in dieser Blase. Und es betrifft auch mal Kollegen, die man dann zurechtrumpeln muss. Die sagen, ja, wir machen diesen oder jenen Antrag, das ärgert dann die Grünen oder es freut die CDU. Ich bin weder da, um die Grünen zu ärgern, ich bin auch nicht da, um die CDU zu erfreuen. Sondern ich bin da, um die Interessen der Menschen zu vertreten, die uns gewählt haben. Da draußen. Für die bin ich da. Und ich habe gar kein Interesse, ist mir völlig egal. Ich habe gar kein Interesse, gemocht zu werden von denen, die dieses Land an den Abgrund geführt haben. Ist, dass wir als AfD uns klar machen, wir sind nur dann eine Alternative, wenn wir uns darauf fokussieren, nicht mit den anderen zusammen an den Symptomen rumzukurieren, der Probleme, die wir haben, sondern die Probleme fundamental anzugehen. Und das ist der Anspruch, den wir haben. Den setzen wir jeden Tag um. Und du hast es schon gesagt, dann werden oft Anträge einstimmig abgelehnt, die dann leicht verändert wieder eingebracht werden. Das sind miese Spielchen. Und wir haben die Zeit nicht mehr. Wir haben auch nicht die Zeit der Grünen. Das ist ja oft der Vergleich, ah, die AfD, die Grünen, die brauchen dann 30 Jahre. Wir haben keine 30 Jahre mehr. Wenn wir uns anschauen, wie sich das Land, denk mal zurück, wie das Land aussah vor 10 Jahren. Kommt das heute schon vor wie ein komischer Traum? Wenn wir nochmal 10, 15 Jahre warten, werden wir dieses Land nicht mehr wiedererkennen. Und deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Hochdruck dann, denen richtig Druck zu geben. Weil das Feuer, das sie jetzt bekommen, das haben sie auch verdient. Hätte 1986 einer erzählt, dass 89 die Wende kommt, hätte jeder gesagt, was ist denn bei dir nicht in Ordnung? Ja, was erzählst du für ein Zeug? Veränderung ist möglich, Veränderung ist machbar, aber nur als Gemeinschaftswerk. Und die Älteren hier wissen, wie das war von 89. Und es gilt das alte deutsche Prinzip oder das alte Prinzip der deutschen Schraube, nach fest kommt ab. Und genauso ist es in dem Land. Man kann eine Weile mit Druck, mit Bußgeld bescheiden arbeiten. Aber das geht nicht auf Dauer. Wir erleben also, wir sind im Zeitalter der Merkel-Dämmerung. Wir sind im Zeitalter des globalen Umbaus. Es war noch nie so wichtig, sich für dieses Land einzusetzen, sonst werden wir das, was wir als Heimat kennen, unwiederbringlich verlieren. Aber einen Satz muss ich schon noch sagen, das werden die Falschen abgeschoben. Kann man darüber diskutieren. Es werden vor allen Dingen zu wenig abgeschoben. Ja, das muss man erstmal ganz klar feststellen, weil deshalb war auch eine Weichenstellung auf diesem Parteitag eine Änderung der Zielperspektive bei der Einwanderungspolitik. Wir haben uns bisher als AfD, muss man ganz klar sagen, immer orientiert am kanadischen Modell. Das kanadische Modell ist kontrolliert, ist gesteuert.
Das kanadische Modell bezieht sich aber, logischerweise auf Kanada, als auf ein Einwanderungsland. Deutschland ist kein Einwanderungsland wie Kanada. Und deshalb ist jetzt die Zielsetzung, was Björn Höcke als Marktstandard gesetzt hat, nämlich sich am japanischen Modell zu orientieren, zu sagen, wir schauen uns ganz genau an, wen wir brauchen und formulieren ganz genau Bedingungen, unter welchen Regeln derjenige hier sein darf. Also der krasse Gegensatz zu dieser völlig planlosen Masseneinwanderung von Sozialflüchtlingen, die wir in diesem Land haben und was wir neben einer ganz kleinen Gruppe in den Asylverfahren, aktuell ist es glaube ich zwischen 2 und 3%, die überhaupt anerkannt werden, was wir viel mehr brauchen als diese planlose Massenintegration, ist eine Massenremigration. Wir müssen schauen, dass diese Leute nach Hause gehen und ihre Länder dort aufbauen, wo sie herkommen und nicht in diesem Land. Sowohl auf Kosten derer, die hier arbeiten, als auch auf Kosten derer, die von den Früchten ihrer Arbeit früher, nämlich Rentner, nicht mehr leben können. Und ich sage Ihnen das in aller Offenheit, solange irgendwelche sogenannten Flüchtlinge in ihren Heimatländern Urlaub machen, aus denen sie angeblich geflohen sind. Und solange noch ein deutscher Rentner nach 40 Jahren hartem, arbeitsreichen Leben im Müll wühlt, um seine unwürdige Rente aufzubessern, solange habe ich keinen Sinn für Menschen, die mit völlig fremden Kulturvorstellungen und einem Umgestaltungsanspruch in dieses Land kommen und mir allen Ernstes die Diskussion aufgenötigt wird, wie hoch der Turm irgendeiner Moschee sein soll.